Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play to the Moon. Ich weiß, es gab ja schon lange keine Folge mehr. Das lag daran, weil ich A, keine Zeit hatte und B, dann, wenn ich Zeit hatte, einfach keinen Bock auf to the Moon hatte. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wo wir das letzte Mal waren. Ich weiß nur, dass wir jetzt mit dem toten Eichhörnchen den Geruchssinn von Johnny aktiviert haben, um jetzt diese Kindheitserinnerungen eben wieder herzustellen. Und ich weiß auch noch, dass ich jetzt gerade Probleme hatte, den nächsten Weg zu finden. Und hier liegt gerade ein Ball. Ich glaube, durch den sind wir erstmal hier hingekommen, aber ich werde ihn einfach nochmal anklicken. Augen zu und durch. Ach, guck, das war sogar richtig. Mal gucken, was jetzt so passiert. Ich hoffe, die Aufnahmequalität stimmt jetzt so. Ich habe es jetzt einfach so gelassen. Müsste aber hinkommen. Bling, bling. Und da geht es auch schon weiter. Die nächste Erinnerung, die wir noch nicht kennen, aus Johnnys tiefster Kindheit. Es hat funktioniert. Ich kann es kaum glauben. Wir sind also tatsächlich durch. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es mir hier gefallen wird. Wieso? Sieht doch alles ganz friedlich aus. Neil, vorhin in Johnnys Zimmer, ist dir da etwas Seltsames aufgefallen? Was genau? Da war etwas Seltsames. Hast du es nicht gesehen? Ich glaube nicht. Oh Mann, ich weiß aber auch nicht, was ich meine. Schon gut, ich hoffe nur, dass ich Unrecht habe. Okay, jetzt habe ich aber auch Angst. Ich weiß nämlich nicht, was da war. Ah, und, da hinten ist schon Johnny. Aber, ich wollte euch noch... Ah, das muss ich dann in der nächsten Folge machen. Und zwar von River, diese Störung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon in der letzten Folge gemacht hatte. Aber es hat mir jemand auf YouTube, gesagt, dass ich einfach mal den Kerl von diesem Arzt, der das gesagt hat, googeln soll. Und da steht auch diese Störung drin. Es ist jetzt schon länger her, dass ich mir das selbst durchgelesen habe. Ich wollte euch gerne die Definition davon durchlesen. Aber das habe ich vergessen, euch jetzt zu zeigen. Deshalb machen wir das einfach beim nächsten Mal. Okay. Oh, das klingt fabelhaft. Ich weiß, okay. Irgendwann musst du sie mal dorthin mitnehmen. Was ist da los? Okay. Die Straße, da wird gleich mit Sicherheit wieder ein Tier überfahren. Ich weiß nicht, was hier passiert. Himmel, die Zeitüberlappung gerät außer Kontrolle. Ha, sieht so aus, als würde sich der Ball von allein bewegen und er nur hinterher rennen. Sieh dir mal an, wie viele Exemplare von ihm hier sind. Es ist ein regelrechter Zoo. Oh Gott, alles läuft außer Kontrolle. Da ist das Eichhörnchen. Das alles verdanken wir dem Opfer unseres kleinen Freundes hier. Ich hoffe es. Okay. Ich komme so langsam wieder in diese düstere Stimmung hier rein. Oh Gott. Oh Gott, sieh mal auf die Uhr. Ich mache mich besser auf den Weg. Das Geschäft macht heute früher zu. Oh, pass auf dich auf, Martha. Grüß die Jungs von mir. Mache ich, wir sehen uns. Okay. Tja, das ist wohl eine Sackgasse. Und worauf wolltest du hinaus? Vergiss es einfach, vielleicht hatte ich auch mal Unrecht. Schau nur, dieser Ort. Er ist friedlich. In dieser Erinnerung existiert nichts, was etwas auslesen könnte, außer... Verdammt, ich Idiot! Wir müssen umkehren, sofort! Moment mal, was denn jetzt schon wieder? Halt einfach die Klappe und komm! Was ist denn los? Ich weiß es selbst nicht, Leute. Oh nein. Die Musik wird schlimmer. Jetzt gibt es einen Todesfall. Nein!
Autounfall mit Johnny. Nein. Nein, er hatte einen Autounfall. Nein. Puff. Nein. Und jetzt? Was hat das zu bedeuten? Müsste er nicht jetzt tot sein? Du Scheiße. Ich verstehe das nicht. Er war bewusstlos. Wie können wir das hier sehen, wenn er es selbst niemals gesehen hat? Jedenfalls ist es ein Wunder, dass er überlebt hat. Eigentlich hat er das auch nicht. Was? Ey, was? Hast du dir sein Zimmer nicht angesehen, Neil? Johnny hatte ein Etagenbett. Joey! Ein Bruder, ein Zwillingsbruder. Ich glaub's nicht. Joey, kannst du mich hören? Joey! Warum hast du Joey überfahren, Mom? Warum hast du ihn überfahren? Joey, wach auf, Joey! Wach auf! Scheiße. Nee, ich glaub's nicht. Nein. Joey, von wegen. Von wegen Opa. Auch wenn sie noch so klein waren. Einen Zwillingsbruder zu verlieren. Ganz davon abgesehen, wie sich die Mutter fühlen musste. Wenigstens hatte Johnny die Beta-Blocker, um die Erinnerung auszulöschen. Nicht, dass da noch viel wäre. Sie sind nur entkoppelt, nicht gelöscht. Ach du Scheiße. Irgendwo hier drin hat ein Nachhall dieser Erinnerung wahrscheinlich weiter existiert. Was ist mit der Mutter? Ich glaube nicht, dass sie Beta-Blocker genommen hat. Sieht aus, als wäre sie ein wenig durchgedreht. Ach du Scheiß. Zumindest glaube ich nicht mehr, dass Joey nur ihr Spitzname für Johnny war. Die hat nur noch in Johnny... Joey... Ach du Scheiße, aber wenn sie Johnny als Ersatz für Joey nimmt, was ist dann mit Johnny selbst? Ich mag das hier nicht. Lass uns gehen. Jo. Seltsam. Es baut keine Barriere mehr auf. Mal nicht den Teufel an die Wand. Scheiße. Mann, das musst du unbedingt auch mal lesen. Ich meine echt jetzt, diese Serie ist einfach nur genial. Ich habe schon 3 Bücher einfach so weggelesen. Was liest du denn? Animorphs. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die sich in Tiere verwandeln und gegen Schnecken kämpfen, die deine Gedanken kontrollieren. Ach, dieses seltsame Alien-Zeug ist nichts für mich. Wieso nicht? Es ist der Hammer. Statt zur langweiligen Schule zu gehen, können sie zu Tigern werden, die große böse Aliens in Stücke reißen. Dabei machen sie immer so rah, 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 rah. Ja, da fällt mir gerade ein Lied so ein. Und dann kriegen sie Laser. Dann alle so peng, 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 peng. Lass das. Das macht mir gerade Spaß. Du wirst schon sehen, Johnny. Eines Tages werde ich ein berühmter Autor. Dann schreibe ich die coolste Geschichte überhaupt und alle Kinder kriegen mein Buch umsonst. Ich werde uns reich machen und kaufe... Dann kaufe ich dir und Mom richtig dicke Villen. Wie willst du uns reich machen, wenn die Bücher umsonst sind? Umsonst für die Kinder. Die Eltern müssen bezahlen, ist doch klar.
klar, ich bin ganz sicher, dass die Eltern dir das Geld hinterher schmeißen. Was ist? Bist du immer noch sauer wegen neulich? Jetzt komm schon, ich habe als erster gesagt, dass ich den Zug haben will. Es war alles ganz fair. Was ist eigentlich mit deinem Preis passiert? Habe ich verschenkt. An einen Penner? Pass auf, es geht nicht nur um neulich. Okay. Du weißt, dass du immer Mams Liebling warst. Hey, das ist doch gar nicht wahr. Erinnerst du dich an letzte Weihnachten? Okay. Ist das richtig so? Und letzte Ostern, als sie angeln waren und... Okay, weißt du was? Du kannst meinen Zug haben, wenn du willst. Echt jetzt? Yeah? Ich meine, nach deiner Logik wird sie mir ja einfach einen neuen kaufen, richtig? Hör mal, Johnny. Welchen Unterschied macht das schon, wenn uns was gehört... wem von uns das gehört? Alles, was meins ist, ist auch deins. Ich meine, wir können doch beide damit spielen, stimmt's? Stimmt. Siehst du? Ich meine, du bist mein Zwillingsbruder, Mann. Du bist wie ein Teil von mir. Ey, komm, lass uns die Nachbarn foppen. Okay. Warte mal, im Regen? Ja klar, im Regen, komm schon. Notiz, Animaus erhalten, okay. Wow, das gab viele Links. Jetzt gucke ich mal kurz bei den Notizen. Wir sehen, Johnny geht es immer noch richtig scheiße. So, Hoppala. Animaus, Joyce, Lieblingsserie, okay. Beta-Blocker, Johnnys verstorbener Zwillingsbruder, alter Lebensretter. Das muss ich mir merken. Na, Tony Edward. Tony Edward. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich weiß, die Folge ist erst knappe 13 Minuten lang, aber ich werde jetzt ganz schnell mal eben Tony Edward googeln und dann lese ich euch meine Wikipedia-Eintrag davon vor. Zumindest mal die, die Definition davon. Also, würde ich sagen, bis gleich und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und nächste Folge ist Folge, keine Ahnung, Schlag mich tot, ihr seht's ja dann. Bis dann, eure Stimme der Zukunft. Und schaut euch auch auf meiner Homepage um, www.stimmederzukunft.de. Dankeschön, ciao, ciao.